Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Online-Tutorial, bei dem ich die Frage klären möchte, weshalb man mit einer Freilaufdiode nicht bremsen kann. Ja, woher kommt diese etwas zugegeben etwas komische Frage? Die kommt genau daher, weil ich in dem letzten Jahr mit meinen Schülern einen Roboter gebaut habe und uns ist aufgefallen, dass bei dem Bremsen des Roboters, also dann, wenn wir hier den Stromkreis geöffnet haben, dass der Motor entsprechend noch weitergelaufen ist. Der ist im Prinzip nur ausgelaufen und wurde nicht aktiv gebremst. Um das zu verbessern, möchten wir in diesem Jahr den Motor aktiv bremsen, indem wir die Motorkontakte einfach kurz schließen und den Motor quasi als Generator betreiben, indem wir stark belasten. Und durch diese starke Belastung soll dieser Generator eben auch stark gebremst werden. Und nun kam die Frage im Unterricht auf, weshalb wir diesen Motor eigentlich noch kurz schließen müssen, weil wir ihn doch gerade im Bremsvorgang doch mit der Diode kurz geschlossen haben. In dem folgenden Video möchte ich gerne zeigen, warum diese Freilaufdiode eben für das Bremsen ungeeignet ist. Und das sieht man folgendermaßen, indem man sich den Motor mal vorstellt. So ein Motor besteht aus einem Magneten. Ich habe oben einen Nordpol und einen Südpol mit den entsprechenden Magnetfeldern. Und in diesem Motor habe ich dann letztendlich meine Leiterschleife. Und wenn ich jetzt hier einen Plus- und einen Minuspol dort anschließe, dann fließt letztendlich ein Strom I. Und der sorgt dafür, dass ich letztendlich in diesem Leiter auch ein Magnetfeld habe. Und das Magnetfeld ist in diesem Fall im Uhrzeigersinn, sodass ich auf der rechten Seite eine Magnetfeldzunahme habe, auf der linken Seite ein Magnetfeld. Mangel oder eine Abnahme, sodass ich letztendlich eine Kraft auf den oberen Leiter nach links habe. Entsprechend unten umgekehrt, dort habe ich auf der linken Seite eine Magnetfeldabnahme, auf der rechten Seite eine Magnetfeldzunahme und entsprechend eine Kraft nach rechts. So, wenn ich mir das mal anschaue, dann kann ich jetzt anschließend den Motor abschalten. Das heißt, ich nehme hier meine Spannungsquelle ab, beziehungsweise in der Realität würde ich das mit dem Transistor machen, würde entsprechend den Stromkreis öffnen und der Motor würde weiterlaufen. Allein durch seine Trägheit läuft er im Prinzip weiter, sodass ich hier oben eine Bewegung nach links habe, unten eine Bewegung nach rechts. Und wenn ich mir das Ganze jetzt mal von vorne, also von hier anschaue, dann kann ich das mal entsprechend umzeichnen, dann sieht das entsprechend so aus. Oben habe ich den Leiter, der reingeht, hinten geht es runter, unten wieder raus. Ich schalte mal immer zurück, damit man sich das vorstellen kann. Also oben geht es rein, hinten geht es zurück und dann unten wieder raus. So. Und die Geschwindigkeit oben geht nach links und die Geschwindigkeit unten geht nach rechts. Jetzt drehe ich das ganze Gebilde noch einmal und zwar schaue ich jetzt von rechts darauf, sodass das dann folgendermaßen aussieht. Ich habe hier einmal den Hinleiter, hinten geht es zurück und da geht es wieder nach links. Also hier nochmal von hier geschaut, ergibt entsprechend das Bild. Wenn ich mir die Geschwindigkeiten angucke, oben der Leiter wird in die Ebene reingefahren und unten der Leiter kommt aus der Ebene raus. Ich gehe nochmal zurück. Also oben, der ging nach links, der geht nach rechts. Wenn ich jetzt von hier schaue, dann geht der Leiter in die Ebene rein, der kommt aus der Ebene raus. So, also hier in die Ebene rein, da aus der Ebene raus. Jetzt schauen wir uns den oberen Leiter einmal an. Wir haben also eine Bewegung des Materials, des Leiters in die Ebene rein und mit dem Leiter werden auch alle Elektronen, die in dem Leiter sind, bewegt, und zwar in die Ebene rein. Das heißt, wir haben oben einen Elektronenfluss, der in die Ebene hineingeht. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man die technische Stromrichtung entgegengesetzt sehen muss, dann kommt die technische Stromrichtung oben aus der Ebene raus und unten entsprechend umgekehrt. Das heißt, wir haben einen technischen Strom, der oben aus der Ebene rauskommt und unten in die Ebene reingeht. Und dieser technische Strom
hat natürlich auch wieder ein Magnetfeld zur Folge. Das sieht folgendermaßen aus. Unten ging der Strom in die Ebene rein. Das heißt, wir haben einen Strom, eine magnetische Feldstärke in Uhrzeigerrichtung. Und damit haben wir auf der rechten Seite eine Feldlinienzunahme, auf der linken Seite eine Feldlinienabnahme. Und somit werden die Elektronen nach links abgedrängt. Das sieht dann folgendermaßen aus, dass sich hier an der linken Seite die Elektronen sammeln. Hier entsprechend hätten wir einen Elektronenmangel. Auf dieser Seite oben entsprechend umgekehrt, kann man sich wieder vorstellen, wie das Magnetfeld aussieht. Dort sammeln sich die Elektronen eben auf der anderen Seite an. Wenn man sich jetzt die Spannung hier mal an diesen beiden Punkten anguckt, dann sieht man, dass ich durch diesen Elektronenmangel hier unten den Minuspol habe und hier oben entsprechend den Pluspol. Nein, ich habe hier keinen Elektronenmangel, den Elektronenüberschuss habe ich hier unten einen Minuspol und oben durch den Elektronenmangel habe ich entsprechend einen Pluspol. Wenn man sich das mal anschaut, wir gehen jetzt wieder zurück in unser Bild. Also wir haben auch hier, wenn wir den Motor jetzt als Generator betreiben, ich gehe nochmal einmal zurück, oben ein Pluspol, unten ein Minuspol, also hier auch oben ein Pluspol und unten ein Minuspol. Das heißt, wir haben die gleiche Polarität wie zu Beginn, als wir die Maschine noch als Motor betrieben haben. Das heißt für unsere Schaltung, dass wir, wenn wir ausschalten, zwar kurz eine Induktionsspannung haben, wo wir hier einen Pluspol haben und da einen Minuspol und genau während des Ausschaltvorgangs letztendlich auch hier oben unseren Stromkreis über die Freilaufdiode haben. Anschließend aber, wenn der Motor weiter als Generator betrieben wird, haben wir die gleiche Polarität wie vorher auch. Wir haben oben den Pluspol und unten den Minuspol. Und dann kann kein Strom über diese Diode fließen, weil die Freilaufdiode für den Generatorstrom nun in Sperrrichtung geschaltet ist. Das heißt für uns, die Freilaufdiode belastet den Generator nicht und deswegen können wir mit der Freilaufdiode entsprechend unseren Motor auch nicht bremsen.